Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann, endlich zurück. Es sind Dinge passiert. IRL kam dazwischen, technische Probleme und ja, es ist so, ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich mindestens alle zwei Tage ein Video rausbringe, aber ja, ich kann es nicht versprechen, gebe aber mein allerbestes natürlich für dich und mich, für uns hier. Und ja, es sind Dinge passiert. Wir sehen ja, da unten haben wir so einen kleinen Kollegen, den Slime. Ich wollte aufnehmen und habe dann gemerkt, Mikrofon funktioniert nicht, Dinge passieren nicht. Hab's aber leider erst zu spät gemerkt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben 21 Slimes. Da war ein riesengroßer Slime, der hier war. Und Slimes war ja eigentlich die... Ja, es war der Hauptgrund, weswegen wir hier waren. Und jetzt ist es eben so, jetzt dachte ich mir, ich nehme ein Zeug, das Wichtigste, was wir so brauchen. Das Baumaterial lassen wir hier. Und wir würden uns von hier auf den Heimweg machen. Essen muss ich noch, sehe ich gerade. Haben wir die Kartoffeln hier? So, komm. Essen. Wir würden uns auf den Heimweg machen, weil mit 21 Slimes müssten wir schon sehr, sehr viel machen können in Bezug auf... Oh, Boot vergessen. Auf, ja, unser Lagersystem. Das heißt, wir haben die Möglichkeit... Ach komm, weißt du was? Ich rette dich. Nee, kein... Gut. Weiß nicht, werfen die nur Slimes ab? Während dem Tag? Nee, Boot nicht vergessen. Wo habe ich denn das Boot? Zeig mal. Ah, hier. Schön. Ah, du. Komm. Zombiefleisch ist immer gut. Ah, echt. So, also. Heim geht's. Eigentlich wollte ich hier die Base bauen, aber irgendwie, es zieht sich einfach alles so in die Länge. Alles, was wir beginnen hier. Und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt machen wir fast forward. Geh nach Hause. Ich werde versuchen da, ja, mein Lager mal zu aktivieren. Die ersten Dinge Richtung Applied Energistics zu machen. Wir werden hierhin zurückkommen. Das ist ein fixer Platz. Der sogenannte Slime-Jagdplatz, gar nicht schlecht ausgesucht, muss ich sagen. Und dann ist es so, wenn wir das haben, also das AE-System, vielleicht zu Hause noch ein Häuschen zwei gebaut, dann würden wir es so machen, dass wir hier effektiv dann, ja, wie willst du sagen, das hier schon ausbauen werden. Und immer wenn wir Slimies brauchen, werden wir hier zurückkommen. Wo ist das Boot jetzt? Ist es jetzt weg? Habe ich das jetzt aus Versehen? Ah ja, hier, super. Nice. Und immer wenn wir Slimies brauchen, werden wir hierhin zurückkommen, bis wir effektiv dann die, ja, geplante Slimefarm haben. Schön. Gut. Aber immerhin, 21 ist keine schlechte Zahl. Und zu Beginn. Weil jetzt müssen wir endlich mal vorankommen, habe ich das Gefühl. So, komm, hopp, 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 hopp. Noch ein bisschen essen. Wir wieder heil sind. So, und wo ist das Dorf bitte? Das Dorf ist da hinten. Gut, das heißt, wir können so hochgehen und über die Plattform Richtung nach Hause laufen. Aber es ist schon geiles Seed. Ich muss es einfach immer wieder sagen. Hanabi hat gute Arbeit geleistet hier. So. Und ich würde sagen, da hinten ist das fliegende Haus, das ist super. Komm, wir gehen runter und wieder hoch. Das ist der schnellste Weg, denke ich. So, komm.
Ja, und ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen ruhiger im echten Leben als bei mir gerade so. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dann wurde ich noch eingeladen über einen Kommentar für so ein Minecraft-Projekt. Es wäre schon geil, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe hier nicht mal genug Zeit, um das hier zu realisieren. Wie soll ich denn noch an einem weiteren Minecraft-Projekt extern teilnehmen oder das realisieren? Ich meine, das ist so gut wie unmöglich gerade. Ja, und auf jeden Fall ist es so, weil ich da so viel um die Ohren habe, dachte ich mir, hey, ich muss jetzt einfach mal einen Tag für mich haben. Hab heute freigenommen, dass ich vielleicht irgendwann eben auch noch die Technik reparieren kann. Das wäre sehr schön. So, komm, wir wollen nach Kibujia. Heimat, schön. Hier müssen wir auch noch fertig machen. Nice. Gut, dann wären wir wieder hier. Kurz und bündig. Eben, die Kisten habe ich die schon gezeigt gehabt. Ich bin mir gar nicht so sicher. So, hier Steine. Was haben wir hier? Ist dann mehr so dunkle Steine. Komm, hier machen wir also Cobblestone und Stone. Die kann man nicht öffnen. Wegen, ja logisch. Holzwerkzeug. Werkzeug grundsätzlich. Komm, können wir alles hier reinschmeißen. Das ist okay. Den brauchen wir noch. Den. Wie hieß er denn? Den Jackhammer. Alles Basic-Maschinen natürlich erst. Aber den können wir mal aufladen. Das wird dem sicher gut tun. So. Dann lass mal überlegen. Jetzt ist es so. Hier machen wir ja das Gekiste so rum. Und vielleicht ist das hier vielleicht sogar schon zu hoch. Ich weiß aber nicht, wenn es geht. Müssen wir aber gucken, wo wir hinkommen und wie es passt von der Höhe her. Ah, nee, warte mal. Wir machen das so. So, so. Hier hinten wäre ja Lager. Das nimmt mich wunder. Bislang okay. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich dachte mir, vielleicht sei mal zu hoch. Das ist die Höhe hier. Ich habe immer Angst, dass wir durchbrechen und oben rauskommen. Aber das scheint zu passen hier. So. Dann höre ich schon am Gedöns, am Gestöhne der Maschine, dass wir wahrscheinlich, so wie es ausschaut, mehr Power brauchen. Ah, passt aber sehr gut, ja? Hier oben ist dann Dings. Vielleicht machen wir hier noch eine Reihe Kisten. Und dann hier so vielleicht dann zugemacht. Was haben wir denn hier? Volcanic Rock. Volcanic Bricks. Das hier ist Carbonit. Haben wir nicht noch Carbonit? Vielleicht irgendwie. Volcanic Rock, Volcanic Rock. Volcanic, Volcanic. Carbonit. Sollten wir doch irgendwo noch haben. Ne? Ich dachte, wir hätten es noch irgendwo. Volcanic, Volcanic. Komm, dann machen wir es mal mit Volcanic Rock. Bricks. Wir könnten das Ganze auch mit Bricks machen. Weil wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir hier sagen, zack, 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 zack. So. 4, 20. Mal gucken, wie weit wir kommen damit. Dann würden wir sagen, hier hätten wir dann das vielleicht so abgeschlossen. Und da auch. Da kann man noch eine Reihe machen. Und dann wissen wir, hier ist das Ende der Fahnenstange, weil, so wie es ausschaut, sind wir da schon an der Oberfläche. Aber immerhin, es gibt uns doch eine
gute übersichtliche Lagerwand, so fürs Erste, würde ich sagen. So, das wäre dann bis hier. Dann müssen wir hier das mal umkehren, dass wir die Fackeln vielleicht hier hin tun können. So. Haben wir noch Bricks hier von den, ja, verbauen wir natürlich, komm. Und dann hier so. Sehr schön. Entschuldigung. So. Dann wäre das ungefähr das Lager oder die Höhe des Lagers. So. Nice. Wie sieht's aus? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und dieses Lager werden wir dann bis hier vorne weiterziehen. Das heißt, die zwei Reihen muss ich noch wegnehmen. Und das dahinter natürlich. Ach komm, ich schau mal, ob der Jackie schon geladen ist. Ja, ist er natürlich. Sehr schön. Dann machen wir hier ganz kurz Tabula Rasa hier. 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 So, dass wir hier einfach wissen, wie hoch und wie weit. So. Nice. So. Sag jetzt mal, hier muss ich nochmal. Hier hinten muss ich dann nur noch eins. So, bis hier. Ja, vielleicht dann noch eins höher. Und dann werden wir zusammen dann effektiv hier noch eine Decke machen irgendwann. Vielleicht auch nicht zusammen. Vielleicht mache ich es zwischen den Folgen. Mal gucken. Es ist halt einfach, es dauert halt so lange, wie es dauert, gell? Also ich lasse mich hier auch nicht stressen oder irgendwas ähnliches. So, Volcanic Rock. Sehr schön. Ja. Dann gehen wir hier nochmal rein. Hier haben wir die Cobbies. Hier können wir so Diorit-Zeug und so. Dann zeig mal her. Die Bricks. 64, das ist gut. Und aus denen machen wir noch mal Stufen. 40, das ist auch gut. Da sollte man eigentlich das hier finalisieren können. So, so. Ja, aber das ist ja geil. Ich sehe es. So, dann bitte einmal noch den Brick hier. Nee, nicht da. Mensch. Da. Aber das sieht geil aus. Das wird sehr schön. So. Bisschen hüpfi. Hier, hier, so und so. Das hier füllen wir alles aus mit Kisten dementsprechend. Und dann haben wir hier ein schönes Lager. Und das hier drüben, die Steinkiste und alles, das muss ich halt ein bisschen noch sortieren dann. Das Holz auch natürlich. Aber Holz würde ich sagen, machen wir dann so. Hier machen wir Erde. Wieso Erde hier? Nee, ja, zwar. Hier kann man Dirt. Komm, Dirt machen wir hier rein. Ja, und jetzt beginnt es, das große Sortieren, ne? Was haben wir denn noch hier? So, Sandstein. Also hier ist das hier. Wir schmeißen mal diese Steine hier rein, die noch kein dediziertes Zuhause haben. So, und dann nehmen wir das hier. Mal gucken. Machen wir ein paar Spruce-Kisten. So.
8, 16. Machen wir noch eins, komm. 24, das ist schon mal ein Anfang. Sehr schön. Weshalb ist die hier anders? Aber im Licht. Gut. Das machen wir dann immer so. Gut, das würde bedeuten, wenn wir jetzt das hier so gucken, dann haben wir hier noch eine. So. Jetzt haben wir die hier natürlich weggetan. Das ist super. Dann hier so. 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 Hier oben muss ich keins mehr hin tun. Obwohl, wenn ich das hier so mache, kann ich hier eigentlich die Spruce-Kiste schon final setzen. Das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Nehmen wir die nochmal weg. Haben wir irgendwie Säge. Komm, wir sägen sie aus. So, und hier. Hier machen wir dann die Hölzer rein. Machen wir das mal so. Erde hatten wir hier. Brauche ich ja nicht so viel jetzt gerade. Das heißt, hier. Selbe Spiel nochmal und hier wiederholen wir das Ganze. Dass es einfach ein bisschen schön ausschaut natürlich. So, komm. So, du kommst hier hin. Dann machen wir das fertig von hinten. Hier müssen wir dann gucken, wie wir den Abschluss noch hinbekommen oder machen werden. So. Dann ist das hier noch so. Und die hier oben. Die Decke. Da würde ich vielleicht Slabs machen sogar. Damit wir effektiv dann auch die Kisten aufmachen können. Wäre sonst ein bisschen ungünstig. Ich denke, das geht nicht, wenn hinten was anderes ist. Volcanic Rock Bricks. Zeig mal, was haben wir denn noch? Volcanic Rock. So, so. Warte mal. Ne, wir machen das mal hier so. Das rein. Block of Kohle. Okay. Dann haben wir hier die Grünzeugkiste. War das die? Ne, das war die hier. Hier schmeißen wir einfach mal das Graszeug hin, was wir haben. Ist okay. Die muss auch noch umgebaut werden. So, was ist hier? Shift Spruce, 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 Spruce. So. Das und das. Schon mal nicht schlecht. Ja, hier gibt es dann einfach jetzt die Riesensortiererei, denke ich mir mal. Bis das alles weg ist. Ich weiß auch nicht, soll ich da wirklich pro Holz eine Kiste machen oder machen wir das dann einfach anders? Indem wir einfach sagen, helles Holz, dunkles Holz. Aber erstmal muss ich das einfach wegbekommen hier. Komm mal, die brauche ich noch nachher. Das ist Holz, Holz, Holz. Was haben wir denn noch? Erde, Holz, verarbeitetes Holz, Tafel. Ja, ja.
ihr seht, also das ist so ein bisschen die Aufgabe, die mir bevorsteht, die nächsten Tage, dass ich hier für Ordnung schaffe. Jetzt brauchen wir hier Oak Chest. Wir haben hier eine Chest und haben wir denn noch Oak? Das war jetzt auch kein Oak Wood, gell? Nee. Jungle Planks. Oak haben wir nur gerade ein Ding. Hm? Strip Fairlock. Spruce Chest. Die können wir schon mal platzieren hier. So. Genau. So machen wir das. Dann sieht es auch gut aus. Das ist eine Kiste geworden. Das ist super. Dann möchte ich hier vorne oder hier hinten dann effektiv das Ganze mit den Volcanic Rocks machen. Lass mal hergeben. Hier machen wir vielleicht zwei. Ich denke, das braucht ein paar mehr. Dann machen wir hier mal Bricks draus. Nochmal, bitte. So, und dann so. Und dann so. Ja, warte mal. So. Oh, das gibt richtig viel, ja? Jungle, Jungle, weg, weg. So, lass mal zeigen. Hier komme ich nicht nach hinten. Vielleicht müsste man da mal ein Stiefchen montieren, ne? So. Hier nicht die Bricks, sondern die Slabs hätte ich gerne. Dass das auch aufmachbar ist. Kann man das sagen? Aufmachbar? Öffnungsfähig. So, und ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 20 Minuten irgendwas. Die Zeit vergeht so schnell mit euch. Es ist der Wahnsinn. Oh, falsch. So. So wird das ausschauen hier. So, und hier noch. Da haben wir hier sauberen Abschluss. Das darf auch dunkler sein oder dunkel sein, wegen Optik und so. Dann grabe ich hier mal aus, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht schon mit Cam wieder. Wäre doch schön, oder? Mein altes Gesicht wiederzusehen. So. Also, ihr Lieben, à la prochaine, bis dann, tschüssi.